Weibstadt. Wieder schwerer Unfall auf der B292. Erneut kam es auf der unfallträchtigen B292 bei Weibstadt zu einem folgenschweren Verkehrsunfall, bei dem 4 Personen zum Teil lebensgefährlich verletzt wurden. Gegen 16 Uhr prallten 2 Fahrzeuge frontal aufeinander. Ja, ein Pkw-Fahrer kam mit seinem Audi aus Richtung Moosbach auf der B292, kam dort bisher aus ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn, stieß dort frontal mit dem entgegenkommenden Kleinwagen, Kleintransporter zusammen. Hierbei wurden die beiden Fahrer schwer verletzt. Ja, es gibt Zeuge, die hinterhergefahren sind, aber wie gesagt, die sagen, aus ungeklärter Ursache ist das Fahrzeug auf die Gegenfahrbahn geraten. Sie wurden teilweise, also der Pkw-Fahrer, der wurde mit dem Sanka ins Kreiskrankenhaus nach Moosbach gefahren. Der Vater aus dem Kleintransporter, der wurde mit dem Hubschrauber nach Mannheim. Und die Söhne wurden mit dem Krankenwagen in die Krankenhäuser verbracht. Über die Schwere, genaueres kann man da noch nicht sagen. Für die am Unfallort eingetroffene Feuerwehr war es kein leichter Einsatz, da viele der herbeigeeilten Feuerwehrkameraden die Unfallopfer kannten. Mindestens eine Person ist selbst Mitglied einer freiwilligen Feuerwehr. Ja, beim Eintreffen an der Unfallstelle war es so, dass wir gesehen haben, 2 PKWs sind aufeinander gefahren. Eine Person in dem Kleintransporter war noch eingeklemmt. 2 weitere Personen habe ich gesehen, die wurde schon vom Rettungsdienst versorgt. Der Rettungsdienst konnte über die Beifahrerseite zum eingeklemmten Fahrer vordringen, konnte die erste Vitalfunktion überprüfen und die erste Lage erkunden. Ja, das erste war den Zugang schaffen, die Fahrertüre, die verklemmte Fahrertüre. Die haben wir mit Hilfe vom Spreizer geöffnet, haben die Türe entfernt. Dann haben wir mit Hilfe von Hydraulikzylindern die zwischen der A-Säule und der B-Säule Platz geschaffen, damit wir praktisch das ganze Vorderteil des Fahrzeugs nach vorne drücken können. In den letzten Wochen kam es immer wieder zu schweren Verkehrsunfällen auf der B292, bei der insgesamt 2 Personen ihr Leben verloren und mehrere schwer verletzt wurden. Wie es erneut zu einem Zusammenstoß kommen konnte, muss nun die Polizei sowie ein hinzugezogener Sachverständiger klären. Die B292 war bis gegen 19 Uhr voll gesperrt.